Was kämpfen die? Perfektes Ausweichen. Immer den Yari machen. Naja, das war jetzt nicht den Yari machen. Nee, nicht die Waffe, was sie da. Nicht die Schusswaffen, meine ich, sondern dieses. Wie so eine Art Kettensäge oder so. Warte, warte. Nicht der, der auch nicht. Der auch nicht. Da, das! Das ist eine Säge. Aus wie eine Säge, ne? Sag ich ja. Jetzt nimmt bloß zwei. Irgendwas wird noch kommen. Was kommen Visionen, die mit aktiviert werden, sind nützlich, um einen Gegner zu entschlüsseln und die Gehirnantriebanzeige aufzuladen. Ja, aber ich kann keine Gehirn. Ich kann keine Kombi-Vision machen. Okay. Aber mein Gehirnantrieb ist wieder aktiviert. Das ist halt so das Einzige, was ich bemängeln würde. Als einsamer Archivar. Kommunikation ist verboten, aber diese Nachricht ist notwendig. Ich weiß, es ist abrupt, aber ich habe die AES verlassen. Es war der Suo-Vorfall, das hat mein Schicksal verändert. In all der Aufregung habe ich mich am Rücken verletzt. Ich kann stehen, du musst dir also keine Sorgen machen. Jetzt bin ich nichts weiter als ein normaler Bürger ohne Beziehung zu AES. Aber der Protokollant in mir fragt sich, ob ich jetzt aufhören sollte zu archivieren. Für Protokollanten ist es untypisch, eine Arbeit unvollendet liegen zu lassen. Also habe ich eine Entscheidung gefällt. Als einfacher ziviler Protokollant werde ich euch weiterhin folgen und das Archiv beobachten. Das heißt, ich werde weiter archivieren. Ende der Nachricht. Nur so viel. Ich mache das nicht als Hobby. Definitiv nicht. Nein, überhaupt nicht. Was tut das? Kagero! Oh nein, wetten jetzt kommt Yuito und denkt. Wetten, jetzt kommt Yuito. Ich hab's gehört. Yuito. Kasane, warum? Warum? Tosa. Kasane, daijoubu? Tosa! どういてくれ。何をするんだ。結局私が殺したと思われる。だけどあの未来は私がいなかったから起きた。はず。ここには私がいる。あの未来へは進ませない。ゆいと。あなたには死んでもらう。 Ich will ihn nicht töten. Was? Was? Was?
それがあなたとの約束。覚悟。Nein! Ich will ihn nicht umbringen, aber das Spiel. Es ist mir keine Wahl. Es tut mir so leid. くれないわね。このままじゃ拉致が開かない。ブレインフィールド、あれなら確実にユイト。そうできるはずだわ。やるのよ今。私はお姉ちゃんを助けるためにこの世界を守りたい。そのためにこの手を汚す。これで確実に仕留めてみせる。Was? Oh mein Gott! Es tut mir so leid. Ich will das nicht. Ich will ihn nicht töten. Das ist ja komplett am Ausflippen. Ich will das nicht. Spiel. Können wir sie aufhalten? Nein, ich will nicht. Das Gehirn wird ist ein mächtiges System, strengt den Benutzer aber sehr an. Eine Benutzung über lange Zeiträume stört und schädigt das Gehirn. Verlierst du die Kontrolle über das Gehirn, ist das Spiel vorbei. Drücke daher L3 und R3 und das Gehirn sagt dir, wie du schon stirbst. Okay. ひどい気分だわ。自分が保てなくなるような。これがブレインフィールド。Es tut mir leid, Yuito. カサネ。ユイト、ごめんなさい。私を恨んでくれて構わないわ。まだ息があるわね。今とどめを刺してあげるわ。待ってくれ。どういうつもりなんだ。どうして俺を殺そうとするんだ。それに父さんは、カサネが父さんを刺したのか。
Nein. Nanda. このままだと捕まるぞ。逃げるならそっと試練たちに合流しろ。カゲホウ。哀れなニューヒムカの民よ、真実から目を背けるな。この国は狂っている。サイネットを通じ国民を統制し、町、情報、人々を管理している。そこに人の意志も自由もない。すべての人間は国家のため、ニューヒムカのために生かされ利用されている家畜でしかないのだ。体制を揺るがす人間を排除し狂わせ、自らの手駒とし従順な家畜を育てるだけのニューヒムカに義はない。ユイト、カサネたちが。待て、待ってくれ。目覚めよ、ニューヒムカの民よ。セーランは人間の自由意志を守り、人間が真に人間らしく生きるための環境を提示する。そしてその場を守ることを約束する。我らと共に歩む者に資格はいらない。私はセーランの前線に立ち、人類を管理し、一部の人間だけが利権を得る統制社会に反旗を翻した。これからはセーランを我が故郷とし、ニューヒムカの体制を打破するのだ。これから始まるのは隠蔽されていた支配からの脱却、革命戦争である。目覚めし者、目覚めようとする者よ、私のもとへ、セーランのもとへ集え。共にニューヒムカの体制を打ち滅ぼそうではないか。カゲロン、どういうつもりでスメラギ議長を刺したの？何？こっちも聞きたいね。どうしてユイトを殺そうとした？頼まれたからよ。なら俺と同じだ。俺の雇い主がニューヒムカの暴走を止めるために評議会議長を暗殺しろと命じてきた。誰かに暗殺犯の汚名を着てもらうつもりでいたが、俺の蒔絵に食いついたのがまさかお前らだったとはな。悪かったよ。だからって俺が真犯人だと名乗り出るつもりもないけどな。カゲロ、君は確か渡月の出身だったね。渡月教の伝道者だったとか。まさか渡月に依頼されたのか。渡月とは縁を切ってる。っていうか、この段階で議長の命を狙う勢力なんて一つしかねえだろうよ。セイラン側からの依頼ということね。今はそれで十分よ。それよりここで話し込んでいるとユイトたちに追いつかれるわ。とりあえずビジョン街まで逃げるわよ。話はその後にしましょう。いいわね？了解。カゲロ、透明化で逃げようとしても無駄よ。私があなたを捕まえておくから。さすが強化隊長、おとなしくしますよ。Ganz großes Spoiler-Gefahr, Bagger Production für den Raid. Hallo und herzlich willkommen
riesengroße Spoilergefahr. Ich bin schon recht weit im Spiel, denke ich. Trotzdem, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Hallo und herzlich willkommen zu Skull & Nexus. Was habt ihr gemacht? Das Spiel ist einfach so gut. Das Spiel ist Liebe. Es ist einfach perfekt. Alle Kopfschein und natürlich alle Chris. Schön, dass ihr da seid. Im Tokio 2020 gespielt, war Olympia nächsten Monat. Ist es schon nächsten Monat? Ah, Hirnkarte wurde erweitert. Oh. Gehirnfeld. Bekomme mehr EP, das gefällt mir. Erhöht die Anzahl der Objekte, die mit R2 in Viereck R2 geworfen werden können, wenn dein Gehirn verwuchert. Twinter-Mädchen, very good star. Arashi ist süß. So niedlich. Guck sie dir an! Guck sie dir an! Sie ist so süß! Und sie denkt sich so, oh, ich hab keinen Bock, ich bin so faul. Oh, sie ist halt perfekt. Sie ist so niedlich. Miesli fischt. ich habe 4 Punkte. Es ist halt nicht viel. Objekte in der Nähe werden automatisch aufgehoben. Oh Gott. Ich möchte alles aufdecken. Alles. Am besten jetzt. Stützen. Die aktive Zeit von Gehirnfeld wird um 5 Sekunden verlängert. Ist das Gehirnfeld aktiv, erhält so bei Treffern von Gegnern, die durch ihre leere Schmetteranzeige betäubt sind, mehr EP. Geht nicht für starke Gegner, die ihre TP gering sind. Oh. Ich muss leider finanziell noch ein bisschen haushalten, aber es ist so ein Must-Buy. Ich wollte die ganze Zeit schon bei dir reinschauen, aber Spoiler und so. Ja, ich kann dich da definitiv verstehen. Ich kann dich da verstehen. Ich liebe dieses Monster-Design. Es ist perfekt. Aber es freut mich so sehr, wie viel Spaß du damit hast. Dein Hype gibt mir Ghost of Tsushima-Vibes. Ja, das kann man damit so ein bisschen vergleichen. Mit Tears of Arise wird es so ähnlich sein. Oh, ich vermisse Ghost of Tsushima. Ich möchte einen zweiten Teil haben. Oder ein DLC. Oder PS5-Upgrade. Kann ich es mir doch mal für die PS5 holen. Ghost of Tsushima ist Liebe. Gönnt euch alle Ghost of Tsushima. Ist so ein schönes Spiel. Und das Gute ist, wir kriegen bald mehr Legend of Heroes Spiele. Das heißt, ich werde demnächst endlich wieder Klasse 7 sehen von Trails of Cold Steel. Denn wir kriegen Hajimari lokalisiert. Und ich freue mich so sehr. Ich hoffe so sehr, dass Crow auch dabei ist. Liebe drückt sich über verschiedene Wege aus und das ist dein Weg. Ja. Warum ist Game of Thrones in den Twitter-Trends?
Nee, aber Scarlet Nexus, das ist echt ein super Spiel. Ich will immer noch ein GOT-Let's Play machen oder generell mal weiterspielen. Hab immer noch Angst, dass es schwer für mich Casual Pleb wird. Es ging eigentlich. Also es war nicht schwer, wenn du auf normalen Schwierigkeitsgrad gespielt hast. Wenn du natürlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielst, dann ist es schwer, ja, weil du mit einem Schlag getötet werden kannst. Aber ansonsten geht's halt eigentlich. Liebe Kagero. Ich bin aus der Überzeugung, Easy-Spieler, weil ich Spiele genieße, werden nicht die Spiele mich genießen sollen. Ja, dann ist es ja noch perfekter. Ich meine, ich bin so frei und spiele hier auf schwer, weil Chat meinte, spiel auf schwer. Und ich hab's getan. Und ich tue es immer noch. Ja, ah! Geh doch weg! Kare! Shidenka. Kasane o hikitomete okenakatta bakari ka. 金魚の糞のようについて回っているとはな。これがあなたの言っていた反乱なのか。そうだ。ニューヒム化は管理社会を構築するだけに飽き足らず、金鬼の研究に手を出した。人間を怪異に変える研究。奴らはより優れた超能力者を作り出す研究を行い、その過程で 生物の怪異化という実験にたどり着いた。俺は怪異化を生み出したニューヒム化政府を潰す。海抜群の半数は俺と共に来ると言っている。お前たちもセーランシへ来い。ま、俺はその方が好都合だな。お前は何者だ、カゲロ。そいつはどういう意味かな、年隊長。 お互い腹に一物あるということか。俺の邪魔をしなければ構わん。昔と同じようにな。何？あなたたち昔からの知り合いなの？いや、もう。で、そちらさんたちはどうするのよ？僕は最初からセイラン市に着くつもりだった。カレン。 連隊長のことは正直腹が立つが、ニューヒム化政府のやり口は好きになれないからな。私も行かせてもらおう。何、単なる気まぐれさ。カサネ、あなたはどうするの？ナオミを怪異にしたのはニューヒム化政府なの？そうだ。ナオミはセイランにいるのよね？ナオミを助けてくれるのよね？ 最善は尽くす。分かった。それなら私もセイランへ行くわ。Alles gut, Chris. Ich kann dich da verstehen. Das ist hier wirklich sehr große Spoiler Gefahr. これで俺らもうスオには戻れないな。ま、しゃあないけどよ。一番戻れない立場なのはカゲロウだろう。 スメラ議長を暗殺したのは君なんだから。まあな。俺様はお尋ね者。シデンはセイラン出身のインテリ君。なんだその言い方は。インテリで悪いのか。悪かったわ、悪かった。で、嵐は、あれだろ？どうせカレン連隊長の動きが気になるんだろ？ 吹雪連隊長に迷惑をかけないかどうかって。私はそこまで弟思いじゃないさ。ま、そういうことにしておいてもいいけどな。で、京香様はどうしてセイランに着くの？まさかカレンファンってことはないでしょうよ。あら、私がカレン連隊長のファンじゃおかしいかしら。ええー。 吹雪連隊長の方が好みっぽいけど。もう、カゲロウったら、私が好みのタイプかどうかで、
自分の考えを変えるような人間だとでも思っているの？私みたいに海抜軍の指揮を取る立場にいると政府の不審な動きは嫌でも目に入るわ。まして人間を怪異に変える研究をしているなんて許せない。ま、そこだよな。結局カレン連隊長には海抜軍の半数がついてきたって話だぜ。みんな政府に不信感抱いてたんだろうな。カレン連隊長の人望もあるんだろうけどよ。そうなの。何にしても海抜軍は再編成されるでしょうね。私たちもセーランに行ったら今とは違う編成になるかもしれない。そうだ、そういえばこれからこのアジトはどうなるのかな。このユニットはランドール家の持ち物なんだろう。このまま使い続けても問題ないはずよ。ランドール家には使用していないユニットがたくさんあるの。そもそもこのユニットを使うことも向こうには知らせていないから。おっと、無断借用だったのか。まあでも今後も使えるというなら使わせてもらおう。休める場所があるというのはありがたいことだからね。セイランに行けばお姉ちゃんに会える。待っててお姉ちゃん。Standby Phase 5. So, Vorfall. Der Suo-Vorfall hat sich ereignet. Psioniker können einen besonderen Raum erzeugen, das Gehirnfeld, in dem sie ihre Kraft maximal verstärken. Es wird verfügbar, wenn Gehirnantrieb über bestimmte Zeit aktiv ist. Du kannst dein Gehirnfeld mit L3 und R3 einsetzen, sobald das Bereit-Icon angezeigt wird. Das Bereit-Icon bleibt auch nach dem Ende des Gehirnantriebs bestehen und du kannst das Gehirnfeld nach Belieben einsetzen. Dank des Gehirnfelds kann der Nutzer ohne Einschränkung Psychokinese-Angriffe ausführen. Angriffe ändern sich folgendermaßen. SAS kann nicht benutzt werden. Viereck, Flächenangriffe auf große Distanz, lässt Konter gegen dich zu. R2 wirft schnell ein Objekt aus der Bewegung heraus möglich. L2 gedrückt halten, Gegenstände in der Nähe und fallen lassen, starker Abschluss. Außerdem können Angriffe zu Kombo-Angriffen kombiniert werden. 3x Viereck, wiederholter Flächenangriff. Viereck, R2, Viereck, Flächenangriff plus Objektwurf-Kombo. 3x Viereck und L2, Flächenangriff plus Übergang zu Objektabwurf-Angriff. Das kann ich mir nicht alles merken, aber cool. Teamvertrauensstufe. Interagiere mit deinen Verbündeten, um das Teamvertrauen zu stärken. Dadurch erhöht sich auch die Teamvertrauensstufe. Dies gewährt Boni wie erhöhte Auslöseraten von Wächtervision, Angriffsvision und Wiederbelebung sowie Gelegenheiten, besondere Objekte zu erhalten. Du kannst deine Teamvertrauensstufe erhöhen, indem du individuelle Vertrauensstufen mit deinen Teamkameraden erhöhst, Vertrauensepisoden abschließt und ihnen besondere Geschenke machst. Gute Nacht, Hachi, und schlaf schön. Hanabi will mit mir reden? Oh, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Kasane, kannst du ins Musubi kommen? Es ist so viel passiert und ich hatte gehofft, wir können darüber reden. Ich hoffe, du antwortest mir. Und Luca... auch wenn das Eingebitte klingt, wenn ich das sage, aber ich glaube, meine Unsichtbarkeit wird uns noch nützlich sein. Besonders nach allem, was passiert ist. Darüber freue ich mich. Ich freue mich, dass du da bist. Jetzt sogar eine Episode. Teamvertrauen Stufe 1. Oh. Kampfbericht B brauche ich, oh Gott. Das kann ich herstellen. Das kann ich herstellen. Das kann ich herstellen. Das kann ich herstellen. Ja, perfekt.
パッパララッパッパッパララッパッパッパララッ。Oh Gott, es gibt neue Plug-ins, Schmetterverstärkung. Plus 5% Schmettereffizienz. Plug-in für erhöhte Schmetteranzeige. Beim Angriff lässt sich leichter eine Schmetterchance auslösen. Ja. Gehirnantrieb beschleunigen. Ein Plug-in, das der Erholung der SES-Anzeige einen Bonus von 10% gewährt. Das ist eigentlich auch ganz cool. Geschenke und Staubwedel. Für Schienen. Set empfohlener Spieler. Für Arashi und Kagero. Elektrisch-akustische Gitarre. Okay, das habe ich ihm schon gegeben. Staubwedel kann ich ihm noch geben. Das habe ich ihm gegeben. Das ist für die beiden. Okay. Boah, was hat dich denn so wütend gemacht? Wie wär's mit einem Lächeln? Betrachte es einfach als ein wenig Pech. Set empfohlener Spiele. Diese empfohlenen Titel werden im Spieleladen zu einem reduzierten Preis angeboten. Sie sind nur vorübergehend im Angebot. Am besten kauft man gleich mehrere. Der Inhaber des Ladens hat seine Favoriten aus Retro-Games bis hin zu den neuesten Titeln zusammengestellt. Womöglich sind auch ein paar seltene Titel dabei. Mein Internet spinnt gerade gewaltig rum. Arg. Oh no. Was ich sowieso fragen wollte, ich habe mal die Qualität ein bisschen höher gestellt. Könnt ihr die Qualität bei mir runterstellen? Also gibt es so einen Qualitätsbutton bei mir? Jop, sehr gut. Müsste, glaube ich, 1080p eingestellt haben und nicht wie sonst 720p. Sei denn, OBS hat das nicht übernommen. Ist drin. Oha. Oha! Du siehst scharf aus. Ach, danke schön. Danke schön. Liebe Kagerone. Meine Güte, bist du aber großzügig. Ist da was dabei, was mir gefällt? Dieses sehr beliebte Instrument wird durch Anschlagen seiner 6 Metallsaiten gespielt. Die elektrisch-akustische Gitarre kann über einen Verstärker gespielt werden. Der volle Ton aus dem Korpus wird die Herzen der Zuhörer erobern. Gleich 4 Stück? Let's go! Oh, wie schön. Das war früher mein Hobby, aber ich habe lange nicht mehr gespielt. Vielleicht schreibe ich ein Lied für dich, Kasane. Puh, dann werde ich ja noch beliebter. Oh ja. Tja, da wir nicht zurück nach Suu gehen können, können wir das hier als unser zwischenzeitiges Zuhause betrachten. Ich tue das jedenfalls. Ist so süß. Eine tolle Wahl. Es könnte eine nette Überraschung sein, wenn du jemand anderem gestatten würdest, für dich auszuwählen. Oh, Kasane, chōdō ii tokoro ni. Reizōko kara kōra o totte kite kurenai ka? Betsu ni kamawanai kedo. Arashi ga jibun de totte kuru hō ga hayai to omou. Watashi ga kalorii o hitsuyō to shite iru no ni, chōu nōryoku de kalorii o shōhi shitara honmatsu tentō daro. Anshin shita mae. Kari wa itsu ka chanto kaesu yo. Itsu ni naru ka wa mitei da ga.
Vertrauensstufe 2 mit Arashi erreicht. Yay! Erhöhtes SES, Erholungstempo und Wächtervision. Sehr gut.見る目があるね。Ja, ist ganz einfach zu handhaben. Du solltest dich an die Werkzeugabteilung des Kundendienstes von Arashi wenden. Nein. Jetzt auch wieder eine Episode. Ich hätte nie gedacht, dass wir auf diesem Weg nach Suru zurückkehren. Hier, du kriegst einen Staubwedel. Diese Vorrichtung besteht aus einem Stoff- oder PVC-Streifen und einer Stange. Durch statische Aufladung können hiermit Möbel vom Staub befreit werden. Die vorsichtige Nutzung des Staubwedels ist effizienter als schnelles Wedeln, da hierdurch nur der Staub verteilt wird. Viel Spaß beim Putzen. Damit kann man so toll Staub wischen. Ich meine, ich habe ihn gerade einfach nur gehalten. Wo ist die Melodie? Kommt irgendwie bekannt vor. Aus dem Spiel? Er putzt jetzt wirklich. Ah, wie gut. Ah. Der lässt sich gut gehen. Ich glaube, das wird hier wirklich so ein Trainingsbereich. Ich sehr gerne ungern, aber da alles darauf hindeutet, dass Kasane den Vorsitzenden Sumeragi getötet hat, ist hier in Seiran sicher mehr als willkommen. Hier. Kristallkugel Glücksbringer. Dieser kugelförmige natürliche Kristall wird zur Wahrsagerei verwendet. Sehr klare Kristalle sollen hervorragend zum Wahrsagen geeignet sein. Kristalle haben mysteriöse Kräfte in und der Legende nach soll schon allein der Besitz von einem Glück bringen. Die ist so süß. Eine perfekte Kristallkugel ohne jegliche Unreinheiten und Sprünge. Wenn man da hineinsieht, wird man richtig hineingezogen. Mit Werkzeugen auf maximaler Kraft wird das Wahrsagen genauer. Ich muss sofort nachschauen, was mich heute erwartet. Ja, er hat eine Episode, ich weiß. Was ist sie mit? Verprügelt er das Stofftier? Kasane? Bezni nani mo shite inai. Kakusu gurai nara, dare ni mo mienai basho de yattara. Ningyo aite ni nani shite iru no ka tte, ki ni natte shikata nai wa. Na, itsu kara mitei ta? Sakki kara yo. Sore, donna imi ga aru no? Omae no sashizu wo ukeru gimu wa nai. 違うわ。気やすいおしゃべりとかいうやつよ。私たち同じ部隊の仲間でしょ。仲間はそういう話をするんじゃないの。気やすいおしゃべりか。これはバッキーちゃんと言って。知ってるわ。ナオミも大好きだし。流行っているからと。うちの親に押し付けられたんだ。僕は全く趣味じゃない。だったらどうして？お前のせいだ。え？お前に一騎打ちで負けたせいで、両親がしつこく励ましのメッセージを送ってくるんだ。負けたことを家族に話したの？話すわけあるか！しばらく返信をせずに放っておいたら、状況を察したのか？すごい頻度でメッセージが来るんだ。
しかもとうとうこんな人形まで送りつけてきた。本人たちは元気づけてるつもりなんだろうな。でも重いだろ、そういうの。だから返信が億劫で、メッセージの着信を見るだけでイライラしてきて。ストレス解消で人形に八つ当たりしていたということ？そうだよ、悪いか。周りに怒りをぶつけるよりいいと思うわ。なんだ、ずいぶん物分かりがいいな。うわ、何の音？元気にしてますか？最近連絡がないから心配してます。お母さんもお父さんもシデンちゃんの味方だよ。シデンちゃんの強さはお母さんたちが一番よく知ってます。頑張れ、負けるな。返信待ってます。それじゃあね。ライナーシーン見たか。悪いけど見えたわ。いいお母さんね。Darf ich ihn damit aufziehen? いい大人に毎回こんなメッセージを送ってくるんだぞ。いつまで経っても人を子供扱いして。わざわざ端末でやり取りしているの？お守り代わりにって無理やり持たされているんだ。一般人と違って脳内で受け取れるのに、本当に面倒な親だよ。あなたがどうしてそこまで反発するのかわからないわ。家族からの励ましが嫌なの？ありがたいとは思っているさ。でも期待に応えたくて努力しても結果が出ないことはあるんだ。そんな時に頑張れと言われ続けると、自分の力不足を責められているような気分になる。随分と甘えているのね。なんだと。私は幼女としてランドール家に入って以来、両親から励ましのメッセージをもらったことなんて一度もないわ。境遇を比べるつもりはないし、どちらが幸せかなんて一概には言えないけれど、私から見ればあなたはとても恵まれていて、温かい愛情を受けている。羨ましいとすら思うのに。お前の境遇も考えず勝手なことを言ったな。悪かった。でも僕に家族の励ましは不要なんだ。両親は僕がどれだけ無様な失敗を犯しても褒めてくれる。それじゃ実力の測りようがない。上にのし上がるためには客観的な第三者に認めてもらわないといけないんだ。家族から愛されているだけじゃ不満なの？そこまでして認められたい気持ちは私にはよくわからないわ。ああ、わからなくて当然さ。勝負に勝ったお前からすれば僕は劣った存在だからな。何年も必死に訓練してきたのに、入隊1年目の新入隊員にあっさり負けるなんて、みっともないにも程がある。きっとお前も陰で僕をバカにして笑ってるんだろう。バカになんてしていないし、笑ってもいないわ。他人に認められたいという気持ちがわからないだけよ。もしきちんと説明してくれるなら理解できるよう努力するわ。理解する気があるのか？そう言っているじゃない。僕は忙しいんだ。お前にいちいち説明してやる義理はない。シデンも随分悩みを抱えているのね。やっぱりいろいろ話してみないとわからないものだわ。それにしてもコミュニケーションって難しいわね。アクシーン。一つお前に釘を刺しておくぞ。この舞台はお前が引っ張っているわけじゃない。あくまで僕がお前にこの舞台を引っ張らせてやってるんだ。それを忘れるなよ。結局私が舞台を引っ張っているというふうに聞こえるんだけど。とにかく慢心するなということだ。せいぜい足元を救われないようにしておけ。Erhöhtes SES Erholungstempo und Combo 5. Oh, mit L1 und so kannst du Combo-Vision einsetzen, wobei Shi den Gegner in der Nähe einschließlich im Himmel angreift. Das ist cool. Wo packe ich Twitch-relevante Dinge hin, die von zum Beispiel Dragon kommen, also im Discord?
Gute Frage. Stimmt, wir haben gar keinen ganz normalen Twitch-Channel. Pack erstmal, keine Ahnung. Ah, nevermore. Du hast schon deinen Kanal gemacht, wie ich sehe. Twitch-Infos. Bei Twitch gibt es bald Follower-Emotes. 5 Stück. Diese kommen am Montag als Beta-Feature für einige Kanäle. Das ist ähnlich zu Kanal-Emotes, bei der Twitch TV. Nett, um neue Leute an die Emotes im Kanal zu gewöhnen. Cool. Ja, definitiv. Partner und Affiliates. Ja, wenn da steht für einige Kanäle, hoffe ich mal, dass ich das auch kriege. Mal gucken. Pinwand 1 als Geschenk von Schienen erhalten. Oh, danke schön. Oh mein Gott, das sind Fotos. Oh, ich will mich alle angucken. Ich sehe Luca, ich sehe Haruka, ich sehe Kagero, ich sehe Arashi, ich sehe Seto. Und Naomi. Und Tsugumi. Und Gemma. Und alle. Ich will mir die am liebsten richtig angucken. Aber ich kann mir die nicht so angucken. Das ist voll schade. Es hat erstmal Beta und soll erstmal 25% sein. Maschine aus dem Weg schaffen. Arashis Maschine ist im Weg. Ich habe es dir gesagt, aber sie tut nichts. Also räum du sie zur Seite. Warum räumst du sie nicht selbst weg? Empfindliche Maschinen und ich kommen nicht gut miteinander aus. Elektrokinese-Anwender wie ich können ihnen einen Kurzschluss verpassen, wenn wir unsere Kraft nicht unter Kontrolle haben. Tja, sowas ist nur passiert, als ich noch klein war. Ich will nur nichts damit zu tun haben, wenn sie kaputt geht. Na schön, ich mach's selbst. Ich will nicht, dass du denkst, ich könnte mich nicht kontrollieren. Zu spät. Ich überlege, Kagero zum Schluss zu machen. Wir haben halt noch Hanabi und Luca als Episode. Kasane, kannst du uns Musubi kommen? Es ist so viel passiert und ich hatte gehofft, wir können darüber reden. Ich hoffe, du antwortest mir. Gut, reden wir um Musubi. Ich will auch einiges loswerden. Ich bin auf dem Weg dorthin. Let's go! Oh, Kasane! Genki ni shiteta? Eh, watashi wa buji yo. Hanabi mo daijoubu mitai ne. Gomen. Yappari watashi... 大丈夫じゃないや 何もなかったふりするの 私には無理みたい 今の状況のこと 改めて話してもいいかな 重ねと対立するなんて 本当は全然納得できてないの 私も残念だとは思ってるわ でも 仕方ないことよ 私 重ねと戦うの 嫌だよ せっかく友達同士になれたのに。どうして私たちが戦わなきゃいけないの?あなたがユイトと一緒に行動する限り、私は戦うわ。私には、やらなくてはいけないことがあるから。
花火、もし戦うのが嫌なんだったら私と一緒に来る気はない。え、何言ってるの、カサネ。私はどうしても目的を果たさなければいけない。そのためには戦力が、花火の力が必要なの。まさか私にユイトの敵になれって言ってるの？できないよそんなこと。心情的に難しいなら情報をくれるだけでもいいわ。ユイトの居場所とかこれから向かう先を。ちょっと、いくらなんでもバカにしないでよ。私は絶対ユイトを裏切ったりしないから。そう、分かったわ。交渉は決裂ね。でもどうしてそんなに怒っているの？怒るに決まってるでしょ。ユイトは私の幼馴染で大事な仲間なんだよ。ユイトはずっと大変な目に遭っても理想を見失わずに頑張ってて、悩みもいっぱいあるはず。きっと今だってカサネたちと戦うことになって辛い思いをしてる。だから私はそばにいて力になってあげなきゃいけないの。なのにユイトを裏切るなんて。花火、さっきからユイトの話ばっかりね。どうしてそんなにこだわるの？それはカサネが。何のために誰と戦うかは他人の気持ちじゃなく自分自身で決めるべきことだと思うわ。そうやって他人に寄りかかった考え方をするのは精神的に未熟だからじゃないかしら。何それ、そんな言い方ないでしょ。もういい、私帰るから。花火、もしかして言い過ぎてしまったのかしら。失敗したわね。Du hast verkackt. やっぱりよくわからないわ。花火の考えを聞きたかったのに、ユイトのことばかり話して、目つきも熱っぽくて、ユイトのことを話す時のお姉ちゃんとそっくりだったわ。待って、そういえば、お姉ちゃんはユイトのこと、もしかして、花火も同じなの？だとしたら、確かに悪いことをしたかしら。Du hast es richtig verkackt, Kasane. Glückwunsch! So richtig verkackt hast du es. Luca, vielleicht überrascht dich meine plötzliche Mitteilung, aber ich möchte dich nach Karen Travers fragen. Wir kämpfen jetzt beide auf verschiedenen Seiten, aber ich hätte gehofft, wir könnten uns im Musubi treffen. Ich warte auf deine Antwort. Ich glaube, du weißt wahrscheinlich mehr über Karen als ich, Luca, aber wenn du dich treffen willst, können wir das gern tun. Wie wär's jetzt gleich? Und vergessen wir die aktuelle Situation. Wir reden einfach. Wir kommen nicht weiter, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wer auf welcher Seite steht. Luca ist so cute. 今日はわざわざ来ていただいてありがとうございます。改まった挨拶はいいわ。それより要件を聞かせて。こんなところに呼び出して私にカレンの何を聞きたいの？実は、カサネの目には兄の姿がどう映っているのか一度聞いてみたかったんです。どうしてそれを私に聞くの？カレンと接した人間なんて他にも大勢いるでしょう。こんなことを言うとカサネは嫌かもしれませんが、僕には二人がどこか似ているように思えるんです。似ているって、見た目の話ではないわよね。ええ、もちろん見た目以外の部分ですよ。それでカサネは兄をどう思いました？そうね、そもそも私はカレンと親しくないし、大した話をしたわけでもないのよね。先に弟のあなたから話を聞かせてくれない？カレンがどういう人間か私も知っておきたいから。おや、そうきましたか。そうですね、僕から見た兄はとてもまっすぐな人間でしょうか。カレンがまっすぐ、私はそんな風に感じたことは一度もないけど、
っと重ねのように思う人も多いでしょうね。僕も決していい意味だけで言ったわけじゃありません。兄は過剰なほどにまっすぐで、自分の考えのままどこまでも突き進んでしまう、そういう人なんです。わかるようなわからないような感じね。じゃあ今度は私の印象を言わせてもらうわ。カレンの超能力を含めた能力の高さは認めるけれど、上から目線で横暴で自分勝手な人間だと思ったわ。別に自分勝手でもいいけれど、そういう人間に人望があって声を上げれば人が集まるのは不可解ね。手厳しいですね。やっぱりカサネは兄さんに似ていますよ。どこが似ているの？そういう率直な言い方もですし、カサネも兄のように意志を曲げず自分の選んだ道を進んでいますよね。私は反乱を起こしたり他人を扇動して巻き込むようなことはしていないわ。でも結果としてカサネの周りには仲間が集まっていますよね。はっきりと自分の意志を持った人間は自然と周囲を引きつけるものなんだと思いますよ。僕みたいに影に隠れがちな人間には少し羨ましいぐらいです。どうなのかしら。カレンはともかく私が人を引きつけているなんて実感はないけど、でもあなたの言うまっすぐな人間はそれだけ軋轢を生むことも多いと思うわ。私自身人とぶつかってばかりだし、ルカみたいに人当たりがいいタイプの方が生きやすいんじゃない？生きやすいなんてことはありませんよ。人間誰でもそれぞれの悩みがあるものです。それはそうかもしれないけれど、あなたはいつも穏やかで余裕があるように見えるわ。あのカレンの弟とは思えないぐらいよ。とても悩みがあるようには見えないわ。そうですか。さて今日はこの辺でお開きにしましょうか。今日は重ねの話が聞けてよかったです。この程度でよかったの？大したことは言っていない気がするけど。いえ、僕にとっては大いに収穫がありましたよ。ご足労ありがとうございました。Karen ist schwierig. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich von ihm halten soll. Aber nun gut, böse, neutral ist er auf jeden Fall nicht. Aber ich meine, er will versuchen, Naomi zu retten, aber irgendwie ist er dann auch doch irgendwie der Böse. Ich habe keine Ahnung. Du kommst auch aus einer Familie mit zwei Kindern, Kasane. Mein Bruder und ich waren auch nur zu zweit, also haben wir diese kleine Sache gemeinsam. Tja, Naomi und mein Bruder sind jedenfalls ganz unterschiedliche Typen. Ihr lag ihre Schwester offenbar sehr am Herzen. Meinem Bruder liegt auch was an mir, auf seine eigene Art. Ach ja, hab ich nicht gesehen, wie Karen dich angegriffen hat, als wäre nichts dabei? Eine ziemlich seltsame Art, Zuneigung zu zeigen. Tja, es gibt so viele verschiedene Arten von Brüdern und Schwestern. Das stimmt. Ich mag's hier, muss ich zugeben. Ich mag das Versteck. Wie sich halt nach und nach alles füllt. Und wenn man Geschenke kriegt von den Charakteren, sind die ebenfalls hier. Ist halt voll schön. So, Kagero, du bist dran. Vertrauensepisode! Jo, Kasane-chan. Wazawaza aini kite kureru nante. Moshikashite, ore no koto o suki ni natchattan? Vielleicht. Iie, tada yousu o mi ni kita dake yo. Genki sou ne. それじゃ。おっと、相変わらずクールだな。せっかく会いに来てくれたんだし、このまま俺とデートしない？いや。はい。ですよね。ってちょっと待った。まだ何かよ。悪かった悪かった。デートって言葉が良くなかった。
この機会に仲間として親睦深めるってのはどうよ。Er ist direkt. 素直には信じがたいわね。カサネ最近ピリピリしてるからな。ナオミちゃんのこともあったし、年長者としては心配なわけよ。ここらでちょっくら息抜きしとこうや。頼れる先輩とお茶でも飲みながら気分転換してみない？何か裏がありそうな気もするけど、でも確かに一度カゲロウと話してみるのは悪くないかもしれない。一応仲間なのに未だにつかみどころがないし、どういう人間なのか把握しておくべきね。わかった、少し話すくらいなら。お、ようやく乗ってきてくれたか。さあ町に繰り出せ。判断は誤ったかしら。Du machst keinen Fehler, du machst genau das Richtige, Kasane. それで、一体何を話せばいいの？そうね。まあ、近況とか？つうか、なんだかんだで一緒にいるんだから、お互い近況はよく知ってるよな。まあ、今日はカサネちゃんの息抜きが目的だし、話したいことを話せばいいんじゃねえの？私は今のところ息抜きの必要性を感じていないけど。ああそう、じゃあ俺から聞いちゃおっかな。お前とナオミちゃんめちゃくちゃ仲良かったよな。姉妹なんだから仲がいいのは当たり前でしょ。そうか、実の姉妹以上って感じだったけどな。なんか仲良くなるきっかけとかあったわけ？それはお姉ちゃんが私を守ってくれたからよ。ランドール家では私の居場所はなかったから、両親にも心よくは思われていなかったし、あの家でお姉ちゃんだけが私に優しくしてくれたの。なるほどね。カサネちゃんの成長を支えてくれた恩人ってわけだな。いいお姉ちゃんでないの？そうね、客観的に見れば恩人って言えるのかしら。私にとってはあくまでお姉ちゃんだけど。ダメだわ、カゲロウのことを聞くつもりだったのに、さっきからずっと私の話をしている。よっぽどナオミちゃんが好きなんだな、カサネちゃんは。ええ、そうね。他の誰にも変えられない存在よ。なら聞くが、もしナオミちゃんが元気だった頃まで時間を巻き戻せたら、そうしたいと思うか？時間を？そうすりゃまた二人で一緒に過ごせるだろう。何事もなかったようにさ。お姉ちゃんと一緒にいたいに決まってるじゃない。でもそれはできないわ。どうして？お姉ちゃんの苦しみも何もかもなかったことにするのは、お姉ちゃんの人生を否定することと同じだから。なるほどな。どうしてそんなことを私に聞いたの？いや、俺もいろいろと後悔ばかりの人生を送ってるんでね、過去とどう向き合うかってのをよく考えるわけよ。まあ、カサネの言う通り、起きちまったことはそのまま受け入れるしかねえんだよな。私の話はもう十分よね。せっかくだからカゲロウの過去の失敗っていうのを聞かせてくれないかしら。おっと、そういうのはおいそれと話せねえな。俺様のミステリアスな魅力が薄れちまうだろう。そう、なら無理にとは言わないけど。いきなり距離詰めすぎるのも野暮ってもんだろう。少しずつ歩み寄っていこうや、カサネちゃん。wollte doch ein Date haben。 結局カゲロウ自身の話はほとんど聞けなかったわね。でも一瞬だけど少し雰囲気が変わった瞬間があった。いつも軽薄に振る舞っているけど、表には見せていない何かがあるのかもしれない。考えすぎかもしれないけれど。Ich finde Kagero cool。カサネちゃんってやっぱ変わったところがあるよな。意外性の女とでも言うか。お姉ちゃんには誤解されやすいタイプだって言われていたけど。ああわかる。思ってることずけずけ言うしな。敵作らないためには黙ってる方が利口だとは思うが。
まあそういう損得感情ないところが重ねちゃんの面白くていいところだよな。Vertrauen Stufe 2 erreicht. Yay! Erhöhtes Erholungstempo? Ja. Wenn du angegriffen wirst, besteht die Chance, dass Kalgero als Vision erscheint, den Angriff blockt und den Schaden aufhebt. Finde ich gut, gefällt mir.